lockt nicht nur, sie kämpft mit allen Waffen, bis sich ein Mann hoffnungslos in ihre Netze verstrickt hat. Was erwartet Juliette vom Leben? Ich habe Angst. Wovor? Es ist so schwer, glücklich zu sein. Komm, gib mir einen ganz dicken Kuss. Oh. Wir sind vom gleichen Schlag, wir beide. Sie verstehen zu lügen, aber ich... Wer wird bändigen? Wer wird sie wirklich lieben und verstehen? Ich amüsiere mich zu gern. Das ist verständlich, so hübsch wie du bist. Ich weiß nicht genau. Am nächsten Tag ist mir immer Sterbenselend zumute. Irgendetwas in mir treibt mich immer dazu, Dummheiten zu machen. Saint-Tropez, der malerische Hafen an der Küste Südfrankreichs, ist der Schauplatz dieser Geschichte. Und wenn du nun jemanden sehr gern... Und immer lockt das Weib. Mit dem charmanten und eindrucksvollen Kurt Jürgens. Wenn man graue Schläfen hat, hat man gelernt zu warten. Und schöner und reizvoller denn je, Brigitte Bardot. Brigitte Bardot als Juliette, betörend und rührend zugleich. Jung und sympathisch als Michel, der um ihre Lie kämpft, Jean-Louis Trintignant. Juliette, das ist meine Angelegenheit. Kennen Sie die Vigier-Pralinen? Ja. Das bin ich. Haben Sie von den Lefranc-Staubsaugern gehört? Ja. Das bin ich. Niemals, niemals, niemals! Die Milch kocht über. Und immer lockt das Weib. Juliette, bitte. Und immer lockt das Weib. Ein neuer Film von dem bekannten Regisseur Roger Vadim. Ein Cinemascope-Farbfilm der Columbia. Demnächst in diesem Theater.